Herzlich willkommen im Kinski. Das Auktionshaus auf der Freiung kommt zu Ihnen. Eine elegisch-schöne Frau mit perfekt geformtem Körper, sich räkelnd auf einer Chaiselongue, aber noch nicht wirklich aus ihren Kleidern herausgeschlüpft, im Rock noch halb verheddert, in der Bewegung. So zeigt uns Leo Putz, der ursprünglich aus Meran stammende Künstler, in seinem Damenporträt in atmosphärischer Dichte sein ganzes Können. Leo Putz zählt zu jenen Künstlern, die sich aus der Jugendstilmalerei dann in den französischen Impressionismus und bereits in die Anfänge des Expressiven hineinentwickelnd in seinem Lebenswerk nicht nur wahrgenommen, sondern als Künstler bereits zu Lebzeiten gefeiert wird. Ein Künstler, der bereits mit 16 Jahren in München, das damalige Zentrum des Kunstgeschehens, an der Akademie der Bildenden Künste sein Studium beginnt, um dann in Paris an der Akademie Julien seine Studien fortzusetzen. Und damit kommt er auch in unmittelbaren Kontakt mit den neuen Ideen der Lichtmalerei und der Moderne. Mit größter Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eines seiner Modelle. Leo Putz zeigt die junge, gut aussehende Frau auf dem Möbel und er spielt mit den Sujets. Im Hintergrund das Blumenstillleben, diese leuchtkräftig dargestellten Rosen mit ihren aufgeblühten Kelchen und das Motiv findet sich noch einmal im Möbelstoff der Chaiselongue. Im Atelier ein Werk, das am Übergang vom Jugendstilmaler Leo Putz hin zum impressionistischen Darstellen der Welt ein Oeuvre repräsentiert, das gefeiert wurde und nach wie vor einen Blick lohnt. Setzen Sie sich der Aura dieses Werkes hier im Kinski aus.